Mit einer sogenannten Kartoffelparty feiern in Berlin-Neukölln frisch Eingebürgerte, wie die Peruanerin Yamile, ihre neue Staatsbürgerschaft. Als deutsche Kartoffeln. Dieser Moment, dass ich meine Passport in meine Hände gehabt habe und da steht Deutschland, da habe ich gemerkt, wow, okay, jetzt bin ich Deutsche. Jetzt ist der Moment gekommen, dass ich endlich mal dann mich mehr keine Sorge machen muss, um ob ich bleibe in Deutschland oder nicht, weil ich Deutsch bin. Ich bin Teil von dieser Gesellschaft. Der 33-jährige Ali ist vor 9 Jahren aus Syrien geflohen. In 2015, als ich in die Flüchtlingsheim war, das war überhaupt eine neue Erfahrung. Ich wusste nicht, was könnte passieren in den nächsten Jahren. Und es ist nicht so einfach, in Deutschland anzukommen. Und das ist ein weiterer Weg. Lydia kommt aus Russland und lebt heute in der Nähe von Hildesheim. Guten Tag. Ich hätte gerne 2 normale Brötchen und ein Brezel, bitte. Ich lebe jetzt seit 13 Jahren schon in Deutschland, habe einen deutschen Mann, habe 2 Kinder, habe schon einen festen Job, sehr lange Zeit. Und jetzt habe ich mich beschlossen, die Staatsangehörigkeit anzutragen. Tschüss. Wir begleiten Ali, Lydia und Yamile 1 Jahr auf ihrem Weg zur Einbürgerung. Es ist die Zeit, in der die Politik ringt um eine Reform des Staatsangehörigkeitsrechts. Wie fühlt es sich an, Deutsch zu werden? Welche Hürden müssen die 3 nehmen? Der Fachkräftemangel kostet die deutsche Wirtschaft 84 Milliarden Euro. Um dem entgegenzuwirken, brauchen wir jährlich 400.000 neue Migrierte. Und was ist das Schwierigste, wenn man in ein neues Land ist und in die Arbeitswelt einsteigen muss? Die Kommunikation. Ich bin nach Deutschland gekommen, um hier zu leben, auf jeden Fall, und auch zu studieren, Deutsch lernen. Aber das ist nicht alles. Ich bin auch hier gekommen, damit ich was in der Gesellschaft bewegen kann. Nach einem Schüleraustausch war die heute 28-jährige Yamile so fasziniert von Deutschland, dass sie bereits mit 16 beschloss, ihre peruanische Heimatstadt Lima zum Studium zu verlassen. Mein Vater war traurig, dass ich hier komme, meine Mutter auch, die waren beide traurig. Allerdings, sie wussten, dass es meine größte Wunsch und Traum und Ziel ist. Nach ihrem Wirtschaftsstudium in Marburg und Berlin gründet Yamile 2022 ein Start-up. Zusammen mit der Linguistin Vera testet sie ihr neues Produkt, eine Sprachlern-App. Wenn du schon mal in Berlin warst, kennst du sicher den Fluss, die Spree. Vielleicht hattest du bei der Aussprache allerdings Schwierigkeiten. Wir schlendern die Spree entlang. Wir schlendern die Spree entlang. Schlendern hast du aber richtig ausgesprochen, ja. Genau, und Spree falsch. Dank künstlicher Intelligenz kann mit der App die richtige Aussprache trainiert werden. Genau. Man kann es jetzt nochmal ohne den Fehler machen. Wir schlendern die Spree entlang. Ja, aber siehst du, jetzt hat es funktioniert. Ja. Ja. Wir haben ein Motto und es ist, dass wir die Menschen empowern, Deutsch zu lernen und daran auch Spaß zu haben, weil dann die Menschen fühlen sich nicht allein mit dieser Sprachlernen-Journey. Im Gegensatz zu Yamile hat Ali seine Heimat nicht freiwillig verlassen. Sein Leben war wie das von Millionen anderer Menschen im syrischen Bürgerkrieg akut bedroht. Ich habe versucht, da zu bleiben bis zum Ende, aber dann konnte ich nicht mehr bleiben, wegen der ganzen Situation. Und dann ich sehe die Freunde, die hat nicht mit Krieg zu tun, sind tot oder sind im Gefängnis oder ist richtig nicht mehr da. Und hat mir also das richtig so Schmerz, das hat mir zu viel Schmerz gegeben. Ich glaube, hier waren wir in Griechenland. Im Frühjahr 2015 gelangte der in Syrien ausgebildete Physiotherapeut im Schlauchboot nach Griechenland. Von dort aus lief er quer durch den Balkan bis nach Deutschland. Ich war richtig in die Grenzen von meiner physischen
Koba von meinem Kopf. Aber weiter, einen Schritt weiter. Ist okay, alles gut. Kein Panik. Und das war also die ganzen... Also ich erinnere mich die letzte, dass ich bin in Passau mit 100 Euro. Und keiner Rucksack, kein Ding, nur ein paar Papiere. Von Passau ging es weiter ins Flüchtlingsheim nach Eisenhüttenstadt. Das war richtig, also schwere Zeit auch. Wenn du immer das, mach das und mach das und mach das mal. Deutschkurs, arbeiten, und dann alles ist so schnell und dann du bist also wie ein Kleinkind. Wow. Ich brauche einen Moment, warte mal. Und dieser Moment war der Moment von Musik. Nachdem er das Flüchtlingsheim verlassen durfte, fand Ali schnell Anschluss an die internationale Berliner Musikszene. Musik und Drums war die einzige richtige Weg für mich, alle meine emotionellen Gefühle einfach zu transformieren. It's beginning to look a lot like Christmas. Larissa, möchtest du vielleicht Kakao? Kinderpunsch gibt's auch. Auch Lydias Ankunft in Deutschland im Jahr 2011 war nicht geplant. Als Sachbearbeiterin war sie für eine deutsche Firma in Moskau tätig. Die schickte sie nach Hildesheim zum Deutschkurs. Dort lernte sie Markus kennen und verliebte sich. Sie blieb bei ihm, vermisste aber ihre russische Heimat. Dieses Heimweh und sowas, ne, das hattest du immer irgendwie mit Reisen verbunden. Ich bin immer noch öfter dahin geflogen und da hatte ich so sozusagen dieses, was ich brauchte, immer nachgefüllt. Ne? Mit den Kindern ist das Reisen schwieriger geworden. Lydia versucht daher, sich stärker auf Deutschland einzulassen. Diese Integration, die fand ich richtig schwer. Also die hat insgesamt 10 Jahre gedauert, bis ich jetzt hier mich gefunden habe und habe gesagt, so jetzt ist das mein Zuhause. Deutschland, das bedeutet für die 36-Jährige nicht nur der Liebe zu folgen, sondern auch das Großstadtleben in Moskau aufzugeben. Und mein Mann hat natürlich auch das nie so verstanden, weil er hat in kleiner Stadt halt aufgewachsen. Ne? Und da kam noch dazu diese Meinungsverschiedenheiten. Ne? Warum und wieso? Was brauchst du denn so viel zu machen? Und eigentlich braucht man nur Ruhe. Ne? So, immer mit der Ruhe. Das ist typisch deutsche Wort. Ne? Das habe ich auch gelernt. Bis jetzt verstehe ich das wirklich zu sagen. Nicht so. Wir versuchen sie schon aufzufangen. Also so. Das Herz hängt immer natürlich da, wo die Familie ursprünglich herkam. Wo ihr Vater war, ihre Mutter war, ihre Schwester, die ganze Familie. Da hängt natürlich das Herz. Das kann man natürlich auch nicht abstellen, ist auch selbstverständlich. Würde mir eben auch so gehen. Ja, so das ist Zitronenmelisse, Yerbalwisse, okay. Heißt das, ja. Aus Peru. Du kannst es gerne riechen, es riecht nicht so stark. Mhm. Aber ja, wir haben eine schwarze. Jamile hat inzwischen auch deutsche Freunde. Dann nehme ich Melissa erstmal. Als sich Jamile mit ihrem Start-up im Herbst 2022 für ein Stipendium bewirbt, braucht sie dafür den deutschen Pass. Am besten sofort. Doch mit dem Anruf bei der zuständigen Sachbearbeiterin beginnt ein Einbürgerungsmarathon. Sie hat mir gesagt, du musst nicht mal dich dieses Jahr bewerben, es gibt keinen Platz. Und ich war so wie, oh Gott, was los? Ich muss Deutsch werden innerhalb 6 Monaten. Also ich kann nicht warten 6 Monate für diesen ersten Termin. Das Verfahren ist bundesweit einheitlich. Aber die Ämter sind unterschiedlich ausgelastet. Jamile zieht in einen anderen Bezirk und hofft, dass es dort schneller geht. Und sie holt sich Beistand. Es sah so aus, dass der beste Weg, um Deutsch zu werden, ist, einen Anwalt zu suchen. Doch trotz Anwalt geht es auch im Einbürgerungsamt Treptow nicht so recht voran. Mein Anwalt meinte, dann können wir vielleicht klagen oder können wir vielleicht irgendwas machen oder hast du eine bessere Idee? Und ich war so wie, ich ziehe noch mal um. Und tatsächlich erweist sich Neukölln als der schnellste Einbürgerungsbezirk in Berlin. Als ich die Anruf von meinem Anwalt bekommen habe, war ich so, oh nein, jetzt was ist passiert? Und er hat mir gesagt, nein, du bist schon eingebürgert. Einfach so.
Dieser Moment war so schön, aber gleichzeitig sehr traurig, weil dann es sich realisiert hat, dieser Moment, oh nein, jetzt muss ich meinen peruanischen Pass abgeben. Jetzt bin ich Deutsch, ich kann nicht mehr peruanisch sein.